Ih! Take this and this and this, 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 this. Also. Der mittlerweile auch weniger EP als vorher. Speedrun. Definitiv Speedrun. Ich meine, das ist immer noch ein Blindrun, von daher ist das schon okay eigentlich irgendwo. Ich meine, gut, ich gammel relativ oft irgendwie auf der Stelle rum und guck mir irgendwelche Sachen an. Beim letzten Mal, wo du, glaube ich, nicht dabei warst, am Vorabend von Silvester quasi, da habe ich 2 Stunden gespielt und ich habe quasi nichts geschafft. Also wirklich gar nichts. Bin rumgerannt und das war's. Gut, ich habe die Gebiete halt gecleared quasi, aber das war's auch schon. Nicht so viel. Halt die Klappe. Oh Mann. Krach woanders. Wieso habe ich damit gerechnet, dass irgendwie so ein Bursche passiert? Ah ja, scheiß Ernst. Da hinten steht mein komischer Klon. Leute, was soll das? Weg doch einfach alle hier. Und ich bin tot. Oh, leck mich. Du verfickte Spinne. Die sind wieder von der Decke runtergefallen. Ach, Mann. Ja, wie gesagt, also... Was mich halt am meisten ankotzt, ist... Solche Gegner wie der hier, die sind... quasi mit einer Combo weg. Und so ein Boss, der steht dann da rum und... keine Ahnung... Das waren jetzt gerade wie viele Hits der gebraucht hat? Vor allem Kombos. Ich habe mich im Schnitt 80 Schaden gemacht haben. 30 mal mindestens. Der hat doch irgendwas mit 2500 AP oder so. So, jetzt weiß ich ja, dass von oben einer runterfällt. Dein Ernst? Ja, auf dich habe ich gewartet, damit ich dich wegmachen kann. Okay, finde ich irgendwie unfair, dass ich jetzt mein Loot nicht bekomme, aber egal. Naja, verlorene Erfahrung zurückbekommen. Ich weiß, wo ich bin. Ich bin jetzt an dem anderen Ende der Höhle, was ich vorher gesehen hatte, ganz am Anfang irgendwann mal. Das Ding, wo man nicht rüberlaufen konnte eigentlich. Man kann hier springen. Will ich das versuchen, ist die andere Frage. Rote Tafel. Okay, so war das Springen. Ich werde es gleich bereuen. Ich werde es bereuen, ich werde es außen bereuen. Okay. Schafft. Und da dürfte die Höhle sein. Kann da wohl noch irgendwas bekommen? Hier lang renne. Ui, ich hab's geschafft. Ist noch irgendwas? Aha, hier ist noch eine Truhe. Was ich gerade mit dem Ding hätte ich mir deutlich den einfach machen können beim Boss, wenn ich das gehabt hätte. Beinrüstung schwer, Zauberpunktsplitter, Gefährstand. Oh, Zauberpunktsplitter. Blitzwiderstand. Heilung. Zauberpunkt. Cool, kann ich ihn jetzt auch. Ja, ich kann ihn direkt so nutzen, oder? Ja, die Ramme oder das Erdbeben? Ich glaube, die Ramme. Könnte ganz nett sein. So, und da komme ich dann zurück, theoretisch.
Diese Rolle, die er danach macht, die ist ein bisschen riskant, finde ich. Kann ich da so lang laufen oder nicht? Ich würde ja schon von nicht ausgehen. Oh Gott, ich kann doch. Oh Gott. das war knapp. Zu knapp. Chill, dein Leben, Krüppel. Meine Güte. So. Da war das Ding, das kriege ich nicht auf. Okay. Ah, ja. Wegmachen. Ah. Noch so ein Herz. Ah, ist das dann eventuell jetzt das Tor nach draußen? Ja, das kommt hin, glaube ich. Dürfte das Tor nach draußen sein. So, dann habe ich aber den Schlüssel für da hinten noch nicht. Oder ist das jetzt der Schlüssel? Oh, bitte. Ne, Magiesplitter. Ich habe den Sch Ja, für die eine Tür habe ich jetzt den Schlüssel noch nicht. Und die Dinger sind versiegelt. Kriege ich die Sachen erst, wenn ich den Typen töte? Aber wann weiß ich, wann ich ihm alle Schädel gegeben habe? Hier ist noch ein Text, den ich lesen kann. Da hinten ist noch ein Siegel. Da ist das. Und da ist der Weg dahin. Wenn er tot ist. Oh, du Kramer, woanders, bitte. Und es ist auch noch so laut andauernd, dieses Kra, Kra. Ja, super. Alter, ich bin kurz davor, ihn umzubringen, einfach nur wegen diesem Scheißgeräusch, was er macht. Aha. Gut. Nee, aber ansonsten. Schnell, schafft ihn hier raus. Was macht ihr hier? Wir haben diese leuchtende Tür gesehen, als wir vor den Roger geflohen sind und sind hineingesprungen. Könnte es noch schlimmer kommen? Wir können nicht zurück und der Hauptmann, er vergibt uns niemals. Wir sitzen fest. Wo sind unsere Tattoos eigentlich hin? Achso, ganz schwer zu erkennen. Ihr seid davongelaufen, so wie es Feiglinge tun. Seid an diesen Ort geflohen? Ihr seid vor den Roga-Kämpfen geflohen und hierher gekommen? Und woher sollten wir auch wissen, wohin sie uns führt? Was ist mit ihm passiert? Was ist mit dem da passiert? Hier wimmelt es von diesen Ungeheuern. Sie haben ihn erwischt. Wenn er keine Medizin bekommt, dann ist es aus mit ihm. Bitte, du hast doch bestimmt einen Heiltrank übrig. Das letzte Mal hat mir schon nicht gebracht. Ach komm, hier. Ja. Das sollte erst einmal helfen. Ihr könnt hier nicht bleiben. Ihr verschwindet besser. Wir waren auf dem Weg zum Turm bei der Brücke. Dem auf der rechten Seite. Wir wollten uns da verstecken, aber ein mächtiger Dämon bewacht den Turm. Auf dem Weg zum Turm bei der Brücke. Mal sehen, was ich tun kann. Fährt nach Steinwehr zurück. Was für ein Turm auf der rechten. Was? Turm bei der Brücke. Ich guck, was ich tun kann. Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke. Was für ein Turm bei der Brücke? Wo muss ich dafür hinlaufen? Reden. Du bist zurück. Hast du den Weg frei gemacht? Noch nicht. Bitte beeil dich. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihm noch bleibt. Ich will wissen, was in der Brücke. Der Turm. Der Turm am Ende der Brücke. Das hier? Welche Brücke? Welcher Turm? Wieso leben die jetzt hier wieder alle? War so schön, als die alle tot waren.
Ah, verdammt. Oh, dieses Spiel ist so nervig. Er hat mich geparried. Okay, ich kann nicht parryen, ich kann nicht parryen, ich seh's. Komm. Du musst nochmal. Okay, ich mach viel zu früh. Viel zu früh. Eieiei, na komm. Kann ich den, ich kann das glaube ich gar nicht parryen, kann das sein? Okay, scheiß drauf. So ist es viel einfacher. Meint ihr den Weg hier? Oh, hier war auch der Weg, oder? Lesen? Den, der uns eintrat. Was? Den, der für uns eintrat. Achso. Ja, hier ist der Weg nach unten. Was für ein Turm, meinen die? Und da schon wieder das Ding. Ja, ja, eine sehr hübsche Statue. Ah, natürlich durfte ich nicht. Doch? Ah, ich darf doch. Ja, es gibt Magie. Es gibt einen Magie-Handschuh. Mit dem kannst du schießen, Druckwellen machen und Granaten werfen. Aber ich glaube, wenn du das Ding nicht... Du kannst es aber, glaube ich, nicht richtig leveln, meine ich. Du kannst nur verstärken. Also, hauptsächlich hast du wieder nur Waffen. Könntest du bitte woanders hingehen? Nein, nein, deswegen. Deswegen wollte ich da nicht rüberspringen. Und jetzt starte ich wieder ganz hier hinten. Oh, leck mich doch. Nur wegen dem Scheiß. Und ich habe auch nur einen Trank jetzt. Ihr seid so witzig. Oh, ihr seid so witzig. Hm. Ich mag euch, Entwickler. Krach. Halt die Klappe mit deinem Kra. Ah. Shortcut, Bitches. Ich nur drei Tränke bekommen, gefällt mir nicht. Ja, du bemerkst mich auf Distanzen, die kein anderer bemerkt. Jetzt zumindest habe ich jetzt einen Shortcut, einen Punkt hier. Was ist eine Brücke, meinen die? Halt, warte. Ich wollte gerade sagen, ich kann doch wieder hier hochlaufen. Was für ein Turm meinen die bei der Brücke? Der Turm bei der Brücke. Nur so aus Interesse, was für ein Turm, welche Brücke? Au. Hey, geht eine Treppe runter. Wow, wow, Leute. Moment. Irgendwer hinter mir? Nein. Das Monster hier unten will ich eigentlich nicht haben. Yo, Leute. Leckt mich. Einsammeln. Wollte Tafel. Jetzt bin ich... Okay, zumindest weiß ich jetzt, wo ich bin. Hier ist noch ein Boss in dem Area, oder was? Ah, diese... Ja, ist klar.
Aufmerksamkeit schon von Gegnern ist zu hoch. Man kann Gegner nicht outrun. Man kann es einfach nicht. Ja, ja, leckt mich am Arsch. Ihr könnt mich alle mal. So. Nein, leckt mich auch nicht. Ja. Es ist echt. Man kann halt nicht vor den Gegnern wegrennen. Die verfolgen einen bis zum geht nicht mehr gefühlt. Was meinen die für einen Turm? Waren die das wie hier? War vorher nicht hier. Die waren hier alle vorher nicht. Oh, leckt mich am Arsch. Diese ganzen Gegner waren hier beim ersten Mal nicht. Und ich krieg nur 3 Tränke. Warum krieg ich nur 3 Tränke? Ah, jetzt rennst du zurück oder was? Wow. So, EP-Verwaltung. Funktioniert nicht. Jetzt darf ich. So, jetzt habe ich nichts zu verlieren. Ja. Okay, leckt mich. Ihr könnt mich einfach mal. So, kann ich mit dir labern? Hast du vielleicht das hier gesucht? Nein. Genau genommen hat es nach mir gesucht. Und jetzt hat es mich gefunden. Kann mir das helfen, durch die Dimensionen zu reisen? Nein. Aber mir. Ich werde zugegen sein, wenn du meine Hilfe mit deinen Runen brauchst. Heißt das, ich kann das jetzt immer machen, aus dem Inventar heraus? Herstellen. Ich weiß, ich hätte Runen aufknacken können. Ich habe 2000 Erfahrung. Okay, ja, dann hier. Siegel brechen. Marklose Glücksrune. Mhm. Und... marklose Feuerrune. Cool, und ja, machen wir mal dich. Gewöhnliche Giftrune. Höhere Magierune. Niedere Kraftrune. Gewöhnliche, okay. Nutzen. Ah, ein Wiedersehen. Verlassen. Ach, kann ich, oh, okay, das kann ich jetzt offenbar an jedem Amboss kann ich das machen, okay. Der Schmiede kann jetzt zwischen den Dimensionen reisen und kann seine Werkstatt von vielen Orten erreichen. Von nun an kannst du an jedem Amboss, den du findest, Dinge... Ah, steht da sogar, okay. Ja gut, ist okay. Von mir aus. Ist ein netter Deal. Ich will aber meine Tränke wieder zurückhaben. Wieso sind meine Tränke weg? 3 von 9. Hm. Nee, steht da nicht bei. Okay. Was interpretieren die als Turm? Wo soll ich denen helfen? Soll ich denen hier helfen? Ach komm. Okay, das andere Ding habe ich auch erkannt. So. Sag mal, Leute, ist gut. Ich habe gerade einen Decoy aufgestellt wegen euch. Also für den Großen. Ja, ist ja. Leute, ist ja gut. Meine Fresse. Au. Er heilt sich. Du Bastard. Deswegen habe ich nicht angegriffen, weil ich wusste, er macht so einen Scheiß. Ich bin tot. Nein, ich bin nicht tot. Doch, ich bin tot. Kriege ich jetzt, wo ich gestorben bin, wenigstens meine neuen Tränke wieder voll zurück? Ja, kriege ich. Gut. Ich habe nicht mehr was verloren, großartig. 500 EP.
habe auch so ein Instant-Aim halt. Ich ja. Und dieses Kamerageschäke. Kann man das abstellen irgendwo? Boah. Ist ja ekelhaft. Ich meine, in den meisten 2D-Games geht das heutzutage halt normalerweise immer. Wahrscheinlich nicht hier. Er ist durch mich durchgesprungen. Okay. Hier. Take this decoy und mach Yam-Yam mit ihm. Nein, du machst jetzt keinen Healing. Knickschnack. Hatte ich die Items da unten drin eingesammelt? Ja, oder? Die Feuer sind aus. Was sind diese Siegel jetzt noch da? Da ist auch noch eine Kiste. Ich werde doch nicht hier nochmal herkommen müssen später, oder? Aber hier unten war ja auch noch so ein Wiederbelebungskristall, von daher. Bin mir unsicher. Ja, und dann triffst du auch noch auf die Distanz so weit. Okay. Ey, dieses Kamerawackeln, geht das aus irgendwo? Lautstärke, Muskel, bla bla bla. Erweiterte Einstellung. Ach, mit Schnebel, bla bla bla, deaktiviert Turbulence. Nein, das kann man nicht abschalten. Oh, ist das nervig. So. Habe ich euch den Weg jetzt freigemacht? Ich weiß es nicht. Du bist zurück. Hast du den Weg freigemacht? Noch nicht. Ich weiß nicht, welcher Weg. Welchen Weg? Welcher Turm? Ich sehe keinen Turm. Welchen Weg wollt ihr freigemacht haben? Ihr könnt zurück zur Steinwehr. Hier bei Doggos kann ich eventuell... Was ist passiert? Das Game ist gecrashed. Juhu. Und ich habe irgendeine Nachricht im Discord. Von Lou. Ghost of Hedge Wars? Nein. Und vor allem, Lou, guck doch einfach, ich hab den Dingens an. Den Stream, das sieht man im Discord sogar. Ich weiß, sie hört mich jetzt nicht, aber... Solche Kleinigkeiten, auf die man eben achten kann. Ich hab einen Link gepostet auf dem Discord, ich bin im Discord online und habe das Stream-Dingens. Und Hedge Wars ist nicht meins. Ich mag Hedge Wars nicht. Die Steuerung ist zu bescheiden, genau wie hier. Ja, toll, und jetzt ist das Spiel, es ist gecrashed und jetzt habe ich natürlich den Dingens nicht mehr. Jetzt habe ich die ganzen Gegner hier wieder am Arsch und ich habe die ganze EP natürlich wieder nicht. Ja, es ist, das Spiel ist behindert. Es fängt bei den Kleinigkeiten wie das Speichersystem an. In Dark Souls kannst, wird jederzeit gespeichert und nicht nur, wenn du am Feuer bist. Muss ich wieder diese ganzen kleinen Drecksgegner hier machen. Du guckst in eine ganz andere Richtung und triffst trotzdem, das ist so bescheuert. Ja, ja. Das ist Kamera-Shaken. Boah. So, in Erinnerung, ja, ja. So. Ich kann aber relativ gut downhauen zumindest. Ist gar nicht mehr so nervig. So. Hier komm. Da habe ich jetzt keinen Nerv drauf. Ich mach dich jetzt so weg. Zack.
Der hält mich passiv. Komm her, Doku. Komm her. Meine Nase kribbelt. Oh, verdammt. Was? Wie, wo, was? Okay. Interessant. Dieses Kamera-Shaken. Hotdoggers, ja. Ich glaube, der kam von hier unten, deswegen ist er jetzt weg gewesen auf einmal. Ja, ist klar. Ja komm, dich muss ich so machen. Der andere jetzt gesehen da hinten? Ne, aber dich kann ich auch backstabben gehen, das weiß ich. Dann bin ich euch auf jeden Fall los. Zack, zack, zack. Zumindest merken die einen relativ schlecht von hinten. So, ich brauche die Ramme da unten gleich für den mit Schild. So, jetzt können wir von oben schon mal keine Gegner mehr hinterher rennen. Ja, genau, für dich brauche ich nämlich die Ramme. Killt die dich eigentlich jetzt? Ne, die killt dich nicht instant. Brauchen wir noch zwei. Nope. So funktioniert das Ganze nicht. Zack, weg mit dir. Gebet. Was war's für eine rote Schuhe hier? Ah, und jetzt. Ah, jetzt habe ich hier den Shortcut hier oben. Ah, warte mal, war nicht da eine Kiste zu sehen beim letzten Mal? Kann ich mir den Weg sparen bis hierhin? Also super. Oder hier unten. Kann ich mir den Weg entweder von da aus gesehen sparen oder von da aus. Okay. Das ist gut. Hier ist Sniper und ein großer oder halt die kleinen Gegner da in dem runden Raum. So. Benutzen. Deine Runen platzierst, ja. Ich hoffe, es ist nur eine kleine Rune gemeint. Hallo Kiste, öffnen. Nehmen. Rüstung, Gier, Trank, leere Flasche. Okay, noch mehr Tränke. Gier. Eines Akolyten, wie sich früher bei der alten Bruderschaft des Nordens, weil man glaubt, dass Amulette ihre Zauberkräfte regeneriert. Halt. Die Gier ist ein mächtiges Gefühl, das nur einen kurzen Augenblick lang aufflammt. Diejenigen, die sich für Hilfe versprechen, müssen sich der Folge gewahr sein. Auf Deutsch? Macht das Ding was? Ich möchte eine klare Ansage haben, was das Ding macht. Oh, okay. Du bist neu, dich kenne ich nicht. Wow, was bist du? Du bist ein Mage, kann das sein? Au, au, au. Du bist aber sowas von Mage. Machst jetzt Blitzangriffe? Okay. Kannst auch ruhig zu mir kommen. Au, 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 okay. Es ist so bescheuert. Es sind keine Immunity Frames. Und du hältst mehr aus als der normale Standardgegner. Damit hatte ich schon fast gerechnet. Und das ist der ganz große. Den kann ich
Konnte ich den backstabben? Erstmal rammen. Der Rammen macht gut Schaden, also ich kann auch auf Rammen gehen einfach. Die sichere Variante. Gut, dass die Ramme auch zielsuchend ist. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt muss ich hoffen, dass er mich nicht zu schnell platt macht, bis ich nämlich die nächste Ramme habe. Au, genau sowas habe ich nämlich gehofft, dass er nicht macht. Ich trinke lieber was. Hallo, Ramme. Gut. Oh Gott. Also ich bin relativ weit zurückgerannt, sehe ich gerade. Gebet. Was gibt's hier jetzt noch? Ach, den hinten habe ich jetzt auch schon offen. So. Das heißt, ich habe doch hier eigentlich alles eingesammelt. Wir haben einfach ins Feuer eine Lichtquelle gesetzt, damit es Licht reproduziert. Interessant. Damit quasi nicht großartig durchs Feuer Schatten geworfen werden. Aha. Interessant. So, da komme ich nur da wieder runter dann. Da komme ich dahin raus. Hier komme ich hierhin her wieder. Da unten. Das Vieh war da sonst unten nicht. Moment. Da waren sonst zwei kleine Hunde. Da Hundipundis. Wieso ist da jetzt so ein riesiges Monstervieh? Ja, und hier ist der Grenadier. Au. Na komm, geht drauf. So, normalerweise war ich ja hier schon. Aha, und hier ist jetzt der Dicke. Wieso sieht er mich schon? Hat sich ja geheilt. So. Down. Au. Nein. Hat gereicht. Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben, bitte. Ich mach. Waren ja sonst die Hundis nur. Das ist der Raum gewesen. Gab's noch welche Überraschung? Ja, hier gab's noch einen Köter. Was war das? Das war diese einfache Tür hier einfach nur. Okay. Die ins Nichts führt. Und hier an der Seite dürfte jetzt noch ein Doggo sein. Einfach nur ein Doggo. Und dafür fehlt mir immer noch der Schlüssel. Oder habe ich mittlerweile einen? Nee, ich habe noch keinen Schlüssel dafür. Verarsche. So. Ja, wenn ich jetzt hier lang gehe, dann bin ich ja wie eigentlich nur im Hauptraum. Ja.
Also ich habe jetzt eigentlich alles geklärt hier, was man klären kann. Jetzt zum Beispiel nimmt ein Alter einfach gedrückt. Left Stick. Hat er jetzt gespeichert? Aber welchen Scheiß ich mich nicht machen? Oh, ich habe jetzt gerade die Gegner alle platt. Dementsprechend will ich jetzt einmal hier lang rennen. Hier ist noch ein Item. Hier war doch ganz zu Anfang mal ein Doggo irgendwie. Okay. Da komme ich nicht dran vorbei. Ich weiß nicht wie. Keine Ahnung. Da sind die Dinger und irgendwo hier war ja auch noch so ein Splitter dann. Weil hier ist noch so ein Splitter. Das heißt, irgendeinen Boss muss ich machen, damit ich da was machen kann. Das heißt, es gibt hier noch einen optionalen Boss. Kann das sein? Jetzt, wenn ich hier gucke. Oder meinen die überhaupt gar nicht, meinen die überhaupt das Gebiet hier? Oder meinen die das normale Gebiet? So, ich habe alles gekillt, was hier war. Du bist zurück. Hast du den Weg frei gemacht? Ja. Das werden wir dir nicht vergessen. Hier, das ist nicht viel, könnte aber nützlich sein. Beschützerdolch. Und 500 EP. Wenn das jetzt nicht der oberkrasse Dolch ist, dann weiß ich auch nicht. Es sah nämlich nicht allzu gut aus. B, 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 B. Schützerdolch. Codex. Beschützer. 5 Schaden, was? Geschicklichkeitsanforderung 22. Okay. Energieaufwand braucht er sogar 140% und wiegt mehr. Ist aber weiß. Ja gut, 5 Schaden, nur weil ich die Geschicklichkeitsstats nicht habe. Wie viel Damage macht er denn dann sonst? Das wäre interessant zu wissen. Okay. Ich weiß noch nicht, was ich für die freimachen sollte und welcher Turm gemeint war, aber okay. Diese ganzen Siegel hier werde ich wohl irgendwann nochmal loswerden, hoffentlich. Wenn ich jetzt hier rangehe, kriege ich nur 3 zurück. Warum nur 3? Das verstehe ich nicht. Aber gut, so, menschliche Schädel habe ich abgegeben, alle die ich hatte. Hab dafür ein Schild bekommen, den ich nicht brauche. Oder kann es sein, dass ich eventuell auch nur dann da weiterkomme, wenn ich den Typen umbringe? Also solche Sachen, die muss ich nachlesen dann eigentlich. Ob sich das lohnt, den zu killen oder nicht. So, du kannst dann das Inventar verwalten, ja. Ja, oder was hat jetzt A gesagt? Hier ist auch noch so ein Kristall. Für wen ist denn der gewesen? Ach, da. Kann ich dir helfen? Dafür ist es zu spät. Hier ist wohl kein schlechter Platz zum Sterben. Was war hier los? Wir sind durch die Katakomben entkommen. Es gibt einen uralten Weg, der in den Keller der Zitadelle führt. Ich habe es nicht geschafft. Die anderen sind in die offene Wegpforte gesprungen. Ihr wart auf der anderen Seite? Warum? Ich bin Ansturm der Roge aufgehalten. Alle Herrscher, Ansturm der Roge aufgehalten, das soll ich her. Ich habe den Ansturm der Roge aufgehalten. Es gibt also noch Hoffnung. Das müsst ihr Antanas melden. Vielleicht hört er dann auf mit diesen... Was? Geht durch... Katakomben. Antanas... werdet sehen. Ich glaube, Antanas ist so ein bisschen größenwahnsinnig geworden. Menschliche Tätowierung, Questgegenstand. Okay.
noch einen Trank mehr. Also es, man braucht echt eine bestimmte Zeit, bis man die Tränke wieder zurückbekommt. Okay. Okay, Level up. Noch mehr Level rein investieren. Nein. Ja. Ja, dann gehe ich jetzt auf Geschicklichkeit, würde ich sagen, um den Dolch anzugucken. Habe ich noch irgendwas? Ja, genau, ich habe jetzt ja die Sache noch, die eine Quest mit den Antanas Wegweiser. Ist hier irgendwo noch so ein verborgenes Zeichen? Ich habe bisher halt nur eins gefunden damals und weiß nicht genau, wie die aussehen. Opa, das putzig. Okay, dich kann man nicht backstabben. Man kann euch einfach nicht backstabben. Und versuch es ja nicht immer wieder. Au. Ja gut, die Katakomben sind... Boah, Amy, erschreck mich nicht so. Willst du raus, Katze? Wahrscheinlich. Die Frage ist jetzt eigentlich nur... Will ich jetzt direkt in die Katakomben rein oder nicht? Auf einmal kann ich euch direkt killen. Direkt in die Gatte kommen oder direkt erstmal gucken, ob ich irgendwo noch was machen kann. Ich meine, der Haupteingang hier ist. Der Haupteingang ist sowieso bescheuert. Da brauche ich gar nicht hin. Kann besser den Nebeneingang nutzen. Hm. Vom Nebeneingang aus. Den tollen Vorteil, dass ich ja hier, na, wie heißt es, direkt am Ende schon quasi bin. So. Sollte ich hier rauslassen, Amy? Moment. Also. Ich will die Ramme haben, auf jeden Fall. So, und dann, du läufst genau, du läufst runter. Und dich kill ich auch. Ihr gebt halt so viel EP. Na? Ah, schade, der ist immer noch nicht One-Shot. Ah, okay, nach den Attacken kann ich das machen. Habe ich irgendwas mittlerweile hierfür? Nutzen? Ne, habe ich nicht. Okay. Er bringt mich um, er bringt mich um, er bringt mich nicht um. Er bringt mich um. So. Und Backstep. Cool. Gut, dann habe ich ihn auch. Haben wir 14. Oh, hier ist ein Item. Achso. Einen Ring angelegt. Habe ich. Wo genau war ich jetzt hier?
Eben bin ich mir sicher, wo ich genau war. Weil doch, ich glaube, ich weiß es wieder. Ja, ich weiß es doch wieder. Ich war relativ weit am Anfang. Und die tanken hier relativ viel. Igitt, wie viel? Okay. Ja, wenn man hier so ein bisschen, wenn man halt nicht einfach nur drauf losrennt, wirklich ein bisschen levelt, kriegt man halt auch Level zusammen. Bin ich ein Dicker in dem Gang? Da war einer. Da ist eine Kiste. Öffnen? Ne, kann ich nicht. Okay. WB. Hä? War doch nur eine halbe Minute weg oder so. Yeah. Das Truhe mit Siegel vor. Und Backstab bitte. Hier war ich noch nicht? Ja gut, ich bin. Ja gut. Beim letzten Mal bin ich hier nur relativ schnell durchgerannt immer. Von daher, ich kann es nachvollziehen. Antanas ist mächtiger als alles, was ich je gesehen habe. Er ist entschlossen, diese Welt vom Bösen zu befreien. Er hat es geschafft. Oh. War der Text jetzt zu Ende? Kaltes Blut, aha. Frag ich ihn ja jetzt gerade. Ist. Alle Bewerter sind besser, okay. Handschuhe waren das oder was waren das jetzt? Welche trage ich denn jetzt gerade? Egal. Frage ich kaltes und heißes Blut gemischt. Ja toll, welche. War er jetzt fertig mit seiner Überlieferung oder nicht? Scheiße. Diese immer gebrandmarkte Ränke. Nach dem Krieg Herrscher des Gefallenen. Größere Macht, Magiehandschuh. Zion. Reinigung, Zweifel. Nee. Tempelrisse. Ende vom Lied. Keilschwert, Keils Grab, drei Helden. Geht nach 96 Nacht, letzte Nacht. Tizendorf und Tizenmönch. Okay, ich weiß nicht, welche Schriftrolle dazu gehört, was er gesagt hat, aber okay. Irgendwann höre ich nochmal alle in Reihenfolge an, damit sie auch Sinn ergeben. So. Ist das jetzt so gesund, das Tor hier zu öffnen oder nicht? Ja, ist zumindest ein Wiederbelebungskristall, das ist schon mal gut. Ach, hier bin ich jetzt. Ich bin jetzt am Spawnpunkt. Okay. Das ist gut zu wissen, dass ich am Spawnpunkt jetzt bin. Oh, plus zwei Schaden mittlerweile. Ja, und Tränke erfahrungsbonus zurückgesetzt. Okay. Okay, es macht auch optisch gesehen jetzt gerade Sinn, wo ich unterwegs bin. Die Gegner sind noch tot. Auch interessant. Und hier geht es doch jetzt nach oben wieder Richtung innerer Kreis, oder? Ja, bei der Buh. Oh Gott.
Was? Wurde's nicht getroffen? Wirklich? Nochmal. Dann hier ist eigentlich. Spüre einen Gegner im Nacken. Ja. Ja. Komm, komm, komm. Lass mich nochmal ran. Nein, du gehst drauf. Danke. So. Aber wo bin ich jetzt nochmal genau? Noch ein Schätzen. Igitt, Igitt, Igitt. Erinnere mich an diesen Raum leicht. Okay, gut, dass ich dich gebackstabt bekommen habe. Bin ich dich schon mal los. Noch eine Spinne von oben? Nee. Aber hier war ich überall schon. Das ist gut. Wenn ich von vorne reinrenne, dann weiß ich, wo ich hin muss. Ah, ich traue dem Ganzen hier nicht. Wait. War hier noch nicht? War hier offenbar echt noch nicht. Okay, Tür öffnen. Ich will wissen, wo ich hinkomme. Oh. Hab ich schon mal erwähnt, dass das so ein bisschen unfair ist, was diese Gegner machen? Ja, da sind wir bei dem Thema, warum es unfair ist. Ach, verdammt. Es sind nur 100, 600. Von daher, das lohnt sich nicht. Aber da war ich noch nicht in der Ecke. Verdammt. Hier, durchrennen. Sag mal, oh, dieser... Also ich glaube, es macht in diesem Spiel teilweise mehr Sinn, einfach mit Rüstung rumzurennen, als in anderen ähnlichen Spielen. Könntest du mich... Ist das euer scheiß Ernst? Halt da durch. So. Dann hier hoch, hier war der Gegner. Da war die Spinne. Wow. Nope. Igitt. Hier ist so ein Bossraum-Ding. Und ich bin wieder tot. Okay, nochmal durch. Oh, jetzt verliere ich aber gerade relativ viel an Zeit, um das einzusammeln. Alter, das Staggering von den Gegnern ist teilweise echt übertrieben hoch. Yep. Ja. Ja. Und wieder tot. Wie oft soll ich noch A drücken, dieses Item einzusammeln da in der Ecke?